ist nichts passiert. Du solltest Ach ja, jetzt, da unten so ein bisschen. Solltest du nicht jetzt noch weiter nach rechts gehen. Nee, weil da baue ich hatte ich auch nicht vor. Ich versuche ja halt na, direkt ja. da eine Baracke, damit ich dann da noch um den Dings rumkomme irgendwie. Ja, ja. Und eigentlich könnte ich da schon einen Weg drum bauen. Sehe ich gerade. Na, ist erstmal egal. Eisenerz gefunden. Ey, schade, da komme ich erstmal nicht weg. Du kannst deine Baracken auch mal auslagern, weil da wirst du wahrscheinlich eh nicht kämpfen, ne? Kannst du Soldaten auslagern lassen. Ach so, ja. Ja, später. Werde ich das auch machen. So. Wo wäre denn ein guter Platz für ein Lagerhaus? Weil das sollte man. Ich meine, hier wird so viel los sein später. Naja. Dann wird das ein bisschen aufgeteilt. Ich hier einfach mal ein Lagerhaus, oder? Oder da unten? Oder hier hin? Jetzt hier mal ein Lagerhaus. Hier auch. Die Dinger sind zwar teuer, aber lieber zu früh als zu spät. So. So, das werde ich da unten auch mal machen. Du Holzfäller bist fertig, ich brauch dich nicht mehr. So. So, was ist das? Zwei Bauernhof pro Mühle, ne? Ja, aber ich glaube, dann hast du so ein bisschen Überschuss. Aber ja, das finde ich was schlimm. Ja. Das ist lieber ein bisschen Überschuss als. Genau, richtig. Wenig. Kannst dann später nochmal gucken, ob du dann so viel Überschuss hast, dass du. Also, ich meine, das ist ja sowieso relativ gut geregelt. Ich meine, du kannst ja einstellen, dass, was weiß ich, Mühle halt am meisten Getreide bekommt. Ne? Und ja. Du stellst einfach ein, hier so Brauerei relativ wenig, dann bekommt er halt einfach den Überschuss, die Mühle nicht. Stimmt. Nicht brauch, sozusagen, ne? Ach, da oben ist auch ein Hafenplatz. Okay. Mach ich hier mal. Oh, so wollte ich das. Mach ich hier mal eine Wachstube hin. Wachstube hat ein bisschen größeren. Raum, in dem. Also, ne? Ja. Der eingenommen ja, hat's. Okay. Ja. Ein bisschen größer. Soll ich hier eine Holzfällerhütte für zwei Bäume hinsetzen oder was? Das ist nervig. Aber egal. Hier mache ich, glaube ich, auch eine Wachstube hin. So. Und hier hole ich einen Biologen. Zack. So. Jetzt breite ich mich nach unten aus. Ah ja. Das dazu. Ja, dann mache ich noch eine Brauerei hier hin. Brauerei. Ach, da. So, Bauernhöfe sind schon fertig. Achso, ich sollte mal vielleicht eine Mühle bauen oder sowas. Wäre wahrscheinlich schlecht. Auf Dauer. Setze ich hier mal einen Brunnen hin.
So, dann mache ich auch schon mal Eisenproduktion. Ne, den Bauernhof. Der Bauernhof, ich hoffe, dass der nicht kaputt geht jetzt von meiner Baracke, die ich da gebaut habe. Ich wollte ja nur unten in Ach den so. Weg rein. Naja, und deswegen musste ich da. Ja, mal gucken. Warte, ich kann ihn Wäre ja. schlecht, wenn er kaputt geht. Ja, warte, ich reiß den ab. Ich mach einfach die Okay, Baracke links na gut. daneben. Warte mal, ich. Nee, ich will das ein bisschen anders machen. So. Ja, ist nicht so schlimm. Hat ja nur zwei Holz gekostet oder so. Und ich glaube, man kriegt sogar eins wieder. Wir haben ein paar Sachen ja hinzugefügt in diesen neuen Generationen. Zum Beispiel dieses Soldaten auslagern und sowas. Und dass du. Gab's das nicht schon vorher? Also du konntest machen, dass nur eine reingeht. Aber das ist halt, Ja. das gibt's halt hier auch. Aber wenn du sagst, Soldaten auslagern, dann gehen alle raus. Ah, okay. Das kannst du halt innerhalb deines Dings machen, damit du halt mehr Soldaten dann an der Front hast, einfach. Ja, klar. Okay. So, ich mache hier eine Baracke und dann fange ich an, Wachtürme zu bauen, weil ich kriege Angst. Ich mach mal einen Erkunder, das ist vielleicht nicht schlecht. Ah, das ist so eine ganz gute Idee, ja. Kann man schon mal gucken, wo der ist. Ja, dann mache ich hier auch einen Bauernhof hin. Haben wir hier zwei Bauernhöfe direkt nebeneinander. Hey, alles klar. Der Holzfäller hat nämlich hier auch schon schön Platz gemacht. Ja, mache ich hier einfach mal Schweinezucht. Brauche ich überhaupt eine Brauerei? Ja, eigentlich schon. Man will ja flexibel bleiben mit seinen Soldaten. Ja. So, und eine Schmiede. Werde erstmal Gold produzieren. Das ist viel wichtiger. Das ist auch noch eine gute Idee. Das soll ich vielleicht auch machen. Mal gucken, was ist denn hier hinten drinnen? Wir haben einen Berg, einen kleinen Berg für Gold, einen großen Berg für Kohle direkt am Anfang und dann an den Seiten das Eisen. So wie ich das bis jetzt sehe. Ah, und an dieser am Außenrand ist nochmal Kohle. Man kann nie genug Kohle haben. Brauche einfach so end viel Kohle. Yep. Gebiet verloren. Da hier oben. Ach so, okay. Wieder nur so ein paar Pixel. Ja. Sehr gut. Ah, da kann ich noch mal einen Steinbruch hinbauen. Ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ich muss auch hier unten mal einen Steinbruch hinbauen.
Meine Sachen kriegen zu wenig Steine. Auf meinem Bauernhof kann da unten dann noch Platz. Ah, das soll passen. Wo konnte man nochmal einstellen, was wie viel Zeug bekommt? Statistiken unten oder sowas? Nee, Statistiken nicht. Globale Wirtschaftseinstellung, genau. Wenn ich verteile. Da, ja, okay. Da kannst du einstellen, wie viel Getreide. Ja, wenn es halt schon so eingestellt ist, Mühle am meisten. Nicht. Oh, ja, okay. So. Da müsste es eigentlich passen. Ich müsste noch mal meine Bäcker Mühle wird nicht fertig. Müsste mal einen Bäcker bauen. Ich hab sogar schon einen Bäcker. Okay. Ja, meine Bäckerei ist fertig, meine Brauerei auch fast. Meine Mühle fehlt aber noch. Nicht wirklich optimal hier. Na, ah, jetzt kann ich hier einen Hafen bauen. Oh, die sind derbe teuer. Aber ist jetzt noch keine Probleme. Okay. So, Eisenerz, alles klar. Eisenerz, alles klar. Kohle. Dann brauche ich dort noch schon mal eine Waschstube. So, und hier werde ich noch mal eine weitere Holzproduktion aufbauen. Ah, ich habe jede Menge Baumstämme. Na gut, zwei Sägewerke reichen tatsächlich momentan noch. Ich habe halt überall ja meine Holzfäller hier verteilt, damit die einfach diesen darf alles hier wegmachen, was mir im Weg steht. Das musst du so machen. Ich habe bisher nur ein Sägewerk. Ich habe direkt zwei gemacht. Ja, ich brauche jetzt auch mal ein zweites. Okay. Meine Baracke ist fertig. Also die, das wäre schon kritisch geworden, glaube ich, an der Stelle, wo sie vorher stand. Ja, ja, ja. Ah, ich kann aber... Ah, stimmt. Ich muss... Ich muss die ausbessern. Nicht genug Platz. Ne, warte mal, ausbessern ist auch eine schlechte Idee. Dann geht dein... Warum kommst du da unten nicht durch? Nee, ich kann hier überall nur Fahnen setzen. Ach so, okay. Ich hoffe... verbessere mal deine Baracke auch. Ich mach mal hier den Weg weg. Ah ja, ja. Verbessere mal deine Baracke. Ich hoffe, dass mein Bauernhof da nicht drauf geht. Und danach verbessere ich meinen... Ich weiß gar nicht. Hast du zwischen deinem Bauernhof und deiner und den Rand noch Platz? Nur mal so als Frage. Also, was kannst du da setzen? Da ist nur noch eine Reihe. Also zwischen da, wo die beiden Felder sind, dazwischen kann ich nichts setzen und auf den Feldern auch nichts. Auf dem unteren Feld kann ich mittleres Gebäude setzen, oben drüber nur fahren. Okay, weil ich kann bei mir mittlere Gebäude auch zwischen dem Bauernhof und meiner Grenze kann ich noch mittlere... Sieht man ja eigentlich, ist ja noch Platz. Ja, ja. Ne? Jetzt kann ich nur noch fahren setzen. Irgendwas ist hier passiert. Achso, okay. Weil der Bauernhof hier, glaube ich, ne, ein Feld hinsetzen will. Deswegen. Achso. Das wird... Das ist hier echt kritisch. Naja, aber ich glaube trotzdem ist zu dir noch ein Stückchen mehr Platz. Also sollte